Jo, schönen guten Tag. Wir sind mal wieder unterwegs. Heute mit dem Outdoor-Buddy, dem Matthias. Servus. Da ist er. Jo, und das wird der VA für den Franz vom Kanal Bugikraxen. Du wolltest ja was gekocht haben, das werden wir heute noch tun. Und jetzt zeige ich dir jetzt erstmal, wo wir hier sind. Bin etwas außer Puste. Wir sind auf dem Stiefelplateau bei St. Ingbert und machen hier einen Rundwanderweg. Das ist ein Naturdenkmal, das schon seit Keltenzeit so sie annehmen. Existiert. Hier ist der Tisch. Und da ist der sogenannte Stiefel. Jo, das ist er. Jetzt gehen wir mal drumherum. Und da zeige ich dir noch einen Blick auf das Städtchen, wo ich wohne. Hoffentlich sehr viel Sonne. Aber ich denke mal, wir sehen es doch. Da unten liegt St. Ingbert, umringt von Wald und Wies und Feld und Flur. Jo. Und hier ist dieses Wahnsinnsteil. Sieht aus wie ein umgekehrter Stiefel. Vorne die Fußspitze. Und hinten der Absatz. Jo, bis später, Denner. Und dort irgendwo werden wir wahrscheinlich dann mal eine Runde hocken. Genau. Was es gibt. Ein nicht offizieller Wanderweg. Also schön aufpassen auf die Füße, wo ihr hintretet. Im Winter muss ich dort mit Steigeisen laufen. Sonst machst du dort den Abgang runter. Da ist alles so dick zu mit Eis. Ja. Ja, Franz, wir gehen jetzt Richtung Fliegerstein. An diesen Sandsteinfelsen hier vorbei. Und dort werden wir dir mal etwas Leckeres kochen. Das ist nur so ein schmaler Pfad. Und selten begangen. Mehr Wildwechsel. Die meisten wissen nicht, dass hier ein Pfad ist. Ups. Da ist ein Shelter gebaut. Okay, da gucken wir, wie wir hier weiterkommen. Rentrich. Also Rentrich. Jo. All Helden kommen von Rentrich. Und auch die, die es noch werden wollen. So, wir gehen jetzt hier weiter. Und dann vorne hoch. Im Winter ist das hier eine sehenswerte Ecke, da alles dick mit Eis überzogen ist. Und nur mit Steigeisen zu begehen. 10 cm Eis auf dem Boden ist da keine Seltenheit. So Franz, wir haben unser Ziel erreicht. Jetzt gibt es mal was zu futtern. Und du wolltest ja frisches, frisch gekocht haben. Und da haben wir gar kein Problem mit, wenn ich es dann finde. Ja, da sind ein paar Stiere unterwegs. Ich habe mal Essbestimmung. Das ist ja mal ein Löffel von hier. Wie immer.
Ja, Franz, das gibt einen Eintopf, Putenfleisch, Speckwürfel und Gemüse. Da ist ganz schön Betrieb jetzt im Moment. So, dann wollen wir mal in die Pfanne gucken, was da so drin ist. Da ist jetzt Putenfleisch, Zwiebeln und Speck drin. Und da ist das Gemüse, das kommt nachher noch bei. Maultaschen haben wir auch. Und dann lassen wir uns das nachher mal schmecken. Fein, fein, lecker. Der Pilz hast du auch noch in die Knall durch. Passt alles gar nicht in den Topf, Christoph. Ich habe es schon überlegt, ob ich so eine große Methode, aber das hat so verfressen ausgesehen. Ist ja nicht so, dann hätte ich hier nicht einen Topf dabei. Oder wenn das nicht deutsch ist, kriegt man es mal drin. Aber das Gemüse müsst ihr dann doch schon mitziehen. Ne? Ja, wir werden das schon irgendwie mit hineingehen. Neuestes Tarnbestellgeschirr, das man bestellt dann. Wenn ich das mal mit auf dem Feuer steht, irgendwas drin. Ne? Das ist direkt kaputt. Das ist so eine kaputte Tankstelle. Also Auto. Ja. Schön leucht. Ne? Ja. Kostet da 100? Nee. 70, nee, nützt mal. 36, 37 Euro. Langsam wird's, Franz, langsam wird's. Aber ich glaube, der Topf ist zu klein. Also riecht es schon mal gut, der Topf. Das Fleisch hat schon auch schon gewürzt gehabt. Fertig. Das ist umgedreht. Jawohl, das habe ich umgedreht gehabt. Aber Pfeffer, Salz, Paprikamischung da, da kann man immer ein bisschen aufwerten. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Da wollen wir doch mal gucken. Wollen wir das mal ein bisschen aufs Bild bekommen. Ich wollte auch noch frische Pilze reintun, aber die haben nicht mehr schön ausgesehen auf dem Markt. Also habe ich Champignons aus der Dose genommen. Der junge Mann spielt mit dem Messer. Jo, ich melde mich wieder, wenn wir ans Essen kommen. Das braucht jetzt noch ein bisschen. Und dann Mahlzeit. So, Franz. Das Essen wäre fertig. So sieht's aus. Die Maultaschen liegen unten drunter. Jetzt lassen wir uns das mal schmecken. Und dann gibt es noch ein Verdauungsbierchen. Leute. Also ich kann schön zuschlagen, aber das macht nichts. Mahlzeit. So, Franz, ich hoffe, die kleine VA hat dir gefallen. Alles wieder aufgeräumt. Rucksäcke sind gepackt. Und dann wird da rechts, halb rechts der Weg sein, den wir zurücklaufen. Jo, was gibt's noch zu sagen zu deinem Kanal? Einfach toll, deine Touren, deine Übernachtungen, einfach klasse. Guck immer gerne bei dir rein. Besonders, wenn du in Norwegen unterwegs bist. Jo, mach weiter so mit deinem Kanal. Große Klasse. Bis denne.
Tschüss.